Hey Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build in Wipville. Wipville. Mein Grundstück. Yeah, nice. So, und wir machen weiter mit dieser Treppe. Ich hoffe, das wird gut aussehen. Zack. Da reichen die nicht mal mehr. Verdammt. Aber ich... ja, was könnte ich denn da machen? Soll ich da wirklich... Boah, es wäre irgendwie cool, so einen Bogen da reinzubauen. Aber die 12 reichen. Juhu. Leute, schreibt nicht so viel. Man kann ja auch aus der Party raus, aber da muss ich mich wieder einladen lassen. Habe ich keinen Bock. So schlimm ist es ja auch nicht. Dann kriegt ihr wenigstens mit, was da manchmal so abgeht. Falls ihr nicht selber schon in der Party seid, die ist ziemlich groß, ich kann es ja mal zeigen. Ich glaube, ich die größte Party. Wie viele Mitglieder insgesamt? Wo steht das? Teilmodus. Ach, hier. Nee. Wo sind denn die Partypunkte? Ach, hier, glaube ich, Level. Nee. Party-Teleport gibt's dann später, wenn wir eine Million, soll es eine Million plus Punkte haben. Aber wo sind die Punkte gerade? Ach, ist doch auch egal. Kommt einfach selber und probiert so eine Party aus, dann wisst ihr dann, wie das funktioniert. Ich will doch hier bauen jetzt. Na, komm schon. Ich muss direkt mal schauen. VIP will. Maximale Bauhöhe ist 100. Ich weiß, dass das geändert wird, weil 100 kann ja nicht im Sinne von VIP will sein, dass man hier einen Turm hinklatscht. Deswegen haben es wahrscheinlich auch einige gemacht. Aber das wird auf jeden Fall noch runtergeschraubt. Die Frage ist, wie weit runter, ne? Nicht, dass ich jetzt hier baue und dann alles abreißen muss. Übrigens musste ich auch nochmal bei meinem Stadtgrundstück nachschauen, wie viel, also wie hoch ich da überhaupt gebaut habe. Weil Altstadt sind nur 40 Blöcke hoch erlaubt, also von unten aus, von der Straße logischerweise. Die an diesem Ort leider nicht bei Null beginnt, muss man ein bisschen rechnen. Ist aber egal. Und ja, im Forum hat sich jemand aufgeregt, dass das neue Ordnungsamt zu krass durchgreift. Er war wohl 0,6 Blöcke drüber, weil er irgendwie so einen Schirm gebaut hat. Und das war dann eine Strafe. Kann man jetzt sehen, wie man will. Also einerseits ist das vielleicht ein bisschen, ja, muss nicht sein. Man kann ja vielleicht erstmal verwahren, zum Beispiel, könnte man jetzt sagen. Oder bei 0,6 kann man eine Ausnahme machen. Aber wenn man einmal anfängt, Ausnahmen zu machen, wo hört es dann auf, ne? Also irgendwo muss man dann doch auch schon die Regeln durchziehen. Aber ich kann auch verstehen, dass es dann ein bisschen blöd ist, wenn man dann plötzlich eine Strafe dafür bezahlt und vorher wurde das von den anderen O-Amtlern so geduldet. Oh, falsches Home. Würde ich jetzt keiner Seite irgendwie einen Strick draus ziehen. Ah, da ist doch noch eine Lücke. Ach, guck mal an. Wenn ich jetzt hier Platten dran setze, habe ich da mal welche? Warte, kann ich doch machen. Müssen wir direkt mal testen. Schaut sie mir die ganze Zeit zu. Und darf nicht rein. Das wird mein Rückzugsort hier. Mein Gott. Da muss man einen Schluck trinken. Nein, ich habe nichts da. Da muss ich die Aufnahme so durchhalten. Wobei, Moment mal. Ich glaube, ich mache das aus den... Nee, die will ich nicht. An der Decke so... Das sieht blöd aus. Ich nehme da lieber die coolen Platten.
Also die Cleanstone-Platten, die sind, die verbinden sich zwar nicht so cool wie die hier, aber die sehen ein bisschen edler aus, finde ich. Habe ich die zwar schon umgewandelt, also gecraftet, egal. Irgendwann kann man sie immer gebrauchen. Mensch, guck meine Videos und mir nicht beim Bauen zu. Nein, Spaß. Spaß muss sein. Wieder immer noch brennt hier. Habe ich mal wa was ich da reintun kann? Irgendwelche Kartoffeln oder so? Nö. Ach hier, komm. Hat er denn irgendwas Rohes? Damit das dann nicht umsonst. Geht das überhaupt runter mit der Zeit? Ich glaube schon, auch wenn nichts drin ist, oder? Sagt ihr es mir? Ihr kennt euch doch immer so aus. Da. Warte mal, die kann ich ruhig reinpacken. Wip. So, was. Wie sieht das denn aus? Oh nein, die haben Risse drin. Oh, gibt es nicht richtig coole irgendwie? Ich habe leider nicht genug Quarzblöcke oder so, da hätte ich das genommen. Und ich will auch nicht kaufen. Ich nehme erstmal die und zur Not wechsle ich die später aus, sollte ich irgendwann mal genug Quarz oder dergleichen haben. Nether gibt es ja leider nicht. Na komm schon, da kommst du doch ran. Moment mal. Und wie sieht das dann aus? Müssen wir von unten natürlich sehen. Gut. Da fehlt noch was. Ja, doch, geht eigentlich. Ich könnte auch das nehmen, aber gibt irgendwie keinen guten Kontrast. Ne, ich lasse das so. Ich habe überlegt, da noch eine Treppenstufe hinzusetzen, aber das sieht dann, ist dann hier oben irgendwie doof. So, ich muss mich mal hier jetzt, komm, wir nehmen die Tonblöcke. Wir müssen jetzt mal die Decke sanieren. Also da, dieses Ding hier, da muss ich ja auf jeden Fall mal gucken, wie ich das später mache. Boah, da ist ja richtig kaputt, der Stein. Kaputt. Fuck. Kann ich jetzt gar nicht. Das sieht man ja dann noch. So sieht irgendwie aus. Nicht gut. So. Komme ich da hin? Ja. Sehr gut. Wir müssen ja am Gerüst sparen. Deine Fäuste sind bereit. Nice. Jetzt kann ich alle kloppen. Vor allem, warum sind die bereit? Was habe ich getan? Aufgewärmt, auf dem Gerüst. Gerüstheber, nicht Gewichtheber, sondern Gerüstheber. Ja. So. Das sind immer noch keine Platten, so. Zum Beispiel eine Vertäfelung für die Wand oder so hier Minecraft haben. Nur mit Modpacks. Die haben das alles schon. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch nicht mehr Sinn von Minecraft, dass das dann nur noch so um schönes Bauen geht. Ach, wer weiß schon, wo der Sinn hier mittlerweile ist. Da gibt's doch gar keinen.
Das ist ein Klötzchenspiel, hör mal. Was ist denn das für ein Sinn? Also, ist wirklich schon krass, dass so das Prinzip von Minecraft ist ja eigentlich ziemlich simpel, wenn man das mal so sagen darf. Kann man ruhig so sagen. Und was das für ein Hype damals ausgelöst hat, bis heute, das ist eigentlich schon nicht schlecht. Aber der neue Launcher geht mir so auf den Sack. Das sage ich so, wie es ist. Der ist scheiße. So, warte mal, da muss ich da auch noch hin. Aufs Gerüst. Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Dashboard-Optik. Wie es jetzt so leicht auch halt in dem neuen Launcher zu erkennen ist. Da muss man erst oben irgendwo draufklicken, bis das dann aufploppt. Also das Menü zum Beispiel. Es ist, wieso nicht einfach alles auf einer Seite lassen? War zwar bei dem davor auch nicht, aber da bist du wenigstens in deine Einstellung reingekommen, ohne noch irgendwie einen extra Link zu öffnen. Und da kannst du jetzt sagen, was du willst. Die werden es eh nicht mehr ändern. Also das habe ich fast zu selten erlebt, dass Dinge, die so fest geplant sind, dann nochmal geändert wurden, jetzt von softwaremäßig. Von Software her. Also von Programm auch. Ist ja dasselbe da. So. Komm, das packen wir noch. Das ziehen wir hier noch rein, das Dach oder die Decke besser gesagt. Ich habe mich auch mittlerweile wirklich an die Farbe gewöhnt. Ich finde die ganz cool. Weiß wäre natürlich irgendwie besser gekommen. Oder so schön türkis. Ich mag ja türkis. Aber weiß sieht eben so aus. Pink mit Tonblöcken. Das ist wiederum blöd. Pink sollte es dann nicht sein. Und wie gesagt, von den Quarzblöcken habe ich nicht genug. Den kann man ja auch nicht sehen, weil der O-Amt ist ein bestimmt Vanish. Höhö, das kann ich aber auch. Wenn es noch geht. Weiß ich gar nicht. Geht es noch? Ja, ich bin unsichtbar. Also ich sehe mich noch, die anderen nicht mehr. Wo sind denn meine Zuschauer? Ja, natürlich, ihr vom PC. Gebt direkt mal einen Daumen nach oben. Ich grüße euch. Und zack. Und denkt dran, am Sonntag kommt die nächste Folge, die erste Dinecraft-Map. Könnte vielleicht interessant sein. Warte, nee, war schon okay. Dann reiße ich den hier ab und gehe dann bei dem Turm wieder nach unten. Hier. Turm vor allem. Eigentlich ist das nur eine Säule. Und ich muss schwarze Farbe farmen. Und nein, ihr braucht mir nichts geben, weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann ankommt, ich habe genug schwarze Farbe, ist die Folge dann schon wieder 1-2 Tage alt oder vielleicht sogar eine halbe Woche. Kommt immer drauf an, wie ich es schaffe, voraus aufzunehmen. Und dann ist das schon obsolet, dass ich das brauche. Also nicht mehr wichtig. Dann habe ich das schon. Och, ja, guck mal. Oh. Wir wollen ja nichts verschwenden hier. Aber machen wir eine Fackel rein. Hey, das kann doch eh nichts spawnen. Das ist aber so eine Macke von mir. So Hohlräume muss ich immer ausleuchten. Ich mach das auch hier auf Minecraft, obwohl ihr nichts spawnt. Egal. So, das wär's. Und dann theoretisch von außen geht's dann weiter. Hier oben drauf meine ich. Von außen wollte ich jetzt nochmal nachschauen, wie es aussieht. Voll verhaspelt.
komm, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Wenn wir dann noch diesen schwarzen Ring drumherum bauen. Du, geh da weg. Da läuft sie rein. Sobald offen ist, muss ich gar nicht verstecken. Ha! Ab! Rotzfrech, guck mal! Lisa, rotzfrech ist er. Zack. Aus. Und weg. Das war's. Nur mal kurz durchlaufen und wieder weg. Ja. So, ich mach mal hier noch so ein bisschen Licht. Erstmal ganz willkürlich. Oh, hier fehlt ja noch ein Fenster. Was hatte ich denn da? 2, 2, 2. Also. Kann ich beim Nachbarn reinschauen. Ist leer da drin. Leute, lasst euch doch mal ein bisschen mehr einfallen, wie ihr dann auch drin eure Gebäude möbliert. Das ist doch... Irgendwie ist das doch nur was Halbes so. Klar, wenn er jetzt eh kein Minecraft mehr spielt oder einen Grund hat, nicht online zu kommen, kann man ja alles verstehen, aber es gibt so viele Gebäude, die einfach stetig innen drin leer sind. Gibt doch so coole Sachen. Manche haben das richtig nice eingerichtet. Will nicht von mir reden, aber manche lassen sich da echt Cooles einfallen. So, aber an der Stelle würde ich sagen, ich bin mal raus. Danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.